Mahlzeit und herzlich willkommen. Heute, naja, nicht wirklich ein Rezept, heute kochen wir einfach mal Eier. Es klingt relativ einfach, sollte vielleicht eigentlich jeder können. Mir sind trotzdem immer wieder Leute begegnet, die es eben nicht können. Auf ein paar Kleinigkeiten muss man schon achten, um Eier zum Kochen. Eier ist eine ganz nette kleine Zwischenmahlzeit. Ich habe eigentlich meistens ein paar gekochte Eier im Kühlschrank, damit ich einfach halt, wenn ich mal so einen kleinen Hunger habe, nicht nach irgendeinem süßen Teil dann greifen muss, sondern dann esse ich ein Ei. Das macht genauso satt und ist erheblich gesünder als irgendein Schokoriegel. Wie immer, nicht viel Blabla, auf geht's. Einfacher geht's fast nicht. Eier im Kühlschrank zu haben, ist immer eigentlich eine ganz gute Idee, finde ich. Wenn man Eier mag natürlich, um einfach eine schnelle, einfache Zwischenmahlzeit zu haben. Damit du die Eier, wenn du ins kochende Wasser tust, nicht platzen, musst du ein kleines Löchlein einstoßen, am besten in der dicken Seite, weil da ist meistens auch die Luftblase, damit die Luft entweichen kann. Das mache ich einfach immer auf die Schnelle bei allen Eiern. Ich koche, wie gesagt, immer mehr Eier, um einfach welche im Kühlschrank zu haben. Weil wenn man einfach auf gar nichts Lust hat zum Kochen, dann sind ein paar Eier einfach halt immer ganz gute Zwischenmahlzeit oder auch mal ein Hauptgericht. Und die lassen sich relativ lang im Kühlschrank aufbewahren, also im Grunde genommen eigentlich monatelang. Eier werden im Grunde genommen nicht schlecht. Also einfach in die dicke Seite ein kleines Loch. Und dann mit einem Löffel in das kochende Wasser. Da sieht man jetzt dann auch gleich, wie die Luft entweicht. Wie gesagt, das ist relativ wichtig, damit die Eier nicht platzen im kochenden Wasser. So lege ich die Eier einfach alle in das kochende Wasser rein. Lass den Herd jetzt einfach auf der Stufe 2 hoch durch die kalten Eier. Braucht es jetzt noch mal eine Weile, bis es aufkocht, aber das ist für harte Eier relativ egal. Jetzt einfach auf 15 Minuten einstellen. So kannst du praktisch auch Frühstückseier machen, indem jetzt meinetwegen zum Beispiel, wenn sie eher wachsweich willst, sie ungefähr nach 5 Minuten dann mal 2 Eier rausnimmst als Frühstückei und die anderen Eier drin lasch und sie ganz hart kochen lasch. Timer auf 15 Minuten stellen und das war's fast schon. Wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. Wie angedroht, 15 Minuten später. Die Eier sind dann fertig gekocht. Sie dann wieder mit dem Löffel aus dem Wasser rausholen und abschrecken. Ein paar Sekunden, also ich zähle mal leise bis 5 oder so, 5, 6, 7 Sekunden. Das Abschrecken ist vor allem wichtig, weil sie sich danach besser schälen lassen. Also wenn du sie nicht absprichst und durch diesen Schreck löst sie jetzt die Schale von der Haut oder vom Ei. Und dadurch lassen sie sie besser erheblich besser schälen. Das ist vorteilhaft. Ja, das war es jetzt eigentlich fast zum Thema Eier kochen. Noch hat nur eine kleine Idee, wie man Eier dann mal auf die Schnelle auch anrichten kann. Also, gerade nur vergessen zum Sagen, so die Eier möglichst in irgendein Gefäß dann rein, wo du es im Kühlschrank aufbewahrst, das sie von dem unterscheidet, wo du normalerweise die Eier, wenn sie nicht gekocht sind, aufbewahrst, weil es macht sie nicht wirklich gut, wenn du ungekochtes Ei dann aufschlagst, weil meinst, du hast ein gekochtes Ei und dann eine Loserei irgendwo hast. Also wie gesagt, in irgendeinem Behältnis dann aufbewahren, wo sie das unterscheidet zu dem, wie du normalerweise deine Eier aufbewahrst. So, ich muss nur immer wieder in dieser Mini-Küche den Standort der Kamera wechseln. Deswegen muss ich immer ein paar so Schnitte machen. Überleg mir mal, eine Action-Cam zu kaufen und
Vielleicht das dann ein bisschen damit zum Verbessern, vielleicht kommen dann die Bilder ein bisschen besser. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist das Ei natürlich noch heiß, weil ich es gerade gekocht habe. Aber durch das Abschrecken lässt es sie recht gut schälen. Das ist jetzt im Moment mal das, was ich kurz zeigen wollte. Das, dass sich eben halt die Schale gescheit löst, das liegt am Abschrecken. Ansonsten pappt es zusammen und dann kannst du es nicht gescheit schälen. Und das halbe Ei bleibt dann an der Schale hängen. Auf die Weise schälen und möglichst die Finger verbrennen. Zum Beispiel dann halbieren oder wie auch immer. Man kann jetzt so gekochtes Ei natürlich auch in Salat rein tun. Ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern. Und dann habe ich jetzt halt keine Mayonnaise da. Habe selber nicht aufgepasst. Ich sage zwar immer euch, dass ihr aufpassen sollt, aber selber tue ich es nicht. Aber ich habe nur von irgendeinem McDonald's oder Burger King oder so so eine Pommes frites Soße da. Das ist im Prinzip dasselbe wie Mayonnaise, heißt bloß anders. Und auf die Weise hast du einfach dann mal ganz auf die Schnelle eine kleine Zwischenmahlzeit gezaubert. Mit wenig Aufwand, wenn man am Abend oder wann auch immer mal keine Lust hat oder einem nicht so recht was einfällt, was man kochen könnte. So ein paar so gekochte Eier im Kühlschrank. Immer eine schnelle Alternative. 2-3 Eier, eine Scheibe Butterbrot dazu. Und das ist auch ein vollwertiges Abendessen oder auch mal ein Frühstück oder was auch immer. Dann, wie immer, einen guten. Probiert es einfach mal aus. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Mahlzeit.